Also, wir haben jetzt einen neuen Gast hinzubekommen, den sieht man aber nicht, weil er ja, sich nicht schön genug fürs Internet fühlt gerade oder nicht fit gemacht oder wie man es ausdrücken mag. Ist aber auch okay. Also, ihr habt, glaube ich, komplett gegenteilige Positionen, aber ich höre euch beiden gerne zu. Ich habe auch nur jetzt die ersten 5 Minuten mitgekriegt und habe dann gehört, es wurde unter anderem behauptet, dass die NATO Russland quasi bedroht hätte, indem man immer näher an die Grenze rangegangen ist. Das ist natürlich Unsinn. Also zum einen hat Putin jeglicher NATO-Osterweiterung auch offiziell zugestimmt. Also er wollte sie ja auch. Und später fing dann das Geflänner an. Außerdem ist die NATO ja kein Angriffsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis. Und wenn man sich davon bedroht fühlt, dass der Nachbar sich absichert, dann ist es ja schon Aggression, wenn ich eine Alarmanlage einbaue in mein Haus. Dann, wenn der böswillige Nachbar daneben sagt, verdammt, jetzt kann ich gar nicht einbrechen. Das ist ja klar, aber dass man aufpasst vor dem Hintergrund der diversen russischen kriegerischen Aktionen. Siehe Das stimmt Georgien. schlicht und ergreifend nicht. Also Russland hat Aha. sich immer klar gegen die NATO-Osterweiterung in die Ukraine und nach Georgien ausgesprochen. Das war auch Ja, der Grund, warum man sich darum geht es 2008 ja gar dagegen nicht. entschieden hat, das Also zu machen. Ukraine und Georgien waren ja auch nie ein Thema. Das hätte die Ukraine Doch, gerne. 2008. Und soweit, ja, Moment mal, 2008, soweit kam es ja überhaupt nicht. Soweit kam es ja überhaupt nicht. Also ist die Ukraine in der NATO? Es ging ja um die NATO-Osterweiterung vorher, die angeführt worden ist. Und die NATO-Osterweiterung vorher war komplett abgestimmt mit Putin und er hat gesagt, ja, geil, stimme ich zu. Macht. Ja, was ist jetzt dein Argument? Es geht ja Mein gerade um die Argument ist, Ukraine dass und nicht um es, die anderen mein Argument NATO-Staaten. ist, dass es kein Argument gibt, dass die NATO in irgendeiner Weise hier bedrohen würde. Und selbst wenn die NATO sagen würde, okay, die Ukraine möchte rein, also erst einmal, die NATO schnappt sich nicht irgendwelche Länder und sagt, hey, hier, komm zu uns. Die Ukraine fühlte sich offensichtlich und fühlt sich heute auch berechtigterweise bedroht. Denn Russland hat sich nicht an Verträge gehalten. Russland hätte keinen einzigen Fuß in die Ukraine setzen dürfen, denn die Ukraine war, glaube ich, drittstärkste Atommacht der Welt und hat ihre gesamte Atommacht abgegeben für das Versprechen, dass die Souveränität anerkannt wird und Russland die Finger von der Ukraine lässt. Dem wurde zugestimmt. War im Nachhinein ein riesiger Fehler. Schade, dass die Ukraine keine Atombomben mehr hat, denn sonst wäre sie heute wahrscheinlich unberührt. Wie findet man denn jetzt die Wahrheit bei diesen ganzen Sachen? Also ihr habt ja beide irgendwelche Daten oder Zahlen und sagt, es ist dies in der Vergangenheit passiert oder jenes und ihr Das scheint da ja ist ja nicht genau die gleichen zu haben oder alles ihr schriftlich bewertet die bekannt. anders. Also, Ja, aber wie bewerten wir denn jetzt, welche Version der Wahrheit die richtige ist und welche nicht? anhand der Realität. Also, wir sehen doch gerade, ja. wer hat denn welches Land überfallen? Ja, aber ihr habt ja beide anscheinend nicht die gleiche Realität, oder? Also, in meiner Ja, 2000. Realität gibt es die Ukraine, die überfallen worden ist von Russland und zwar zweimal. Ja, das bestreitet ja keiner, oder? Ja, Nee, das ist das doch die bestreitet auch Realität. keiner. Und dieses moralische Argument, das hilft auch nicht viel weiter. Also, zu dem Zeitpunkt, wo du gerade, du sprichst das Budapester Memorandum an, das wurde zu einem Zeitpunkt unterzeichnet, als die Ukraine ökonomisch auf jeden Fall und militärisch mehr oder weniger ein russischer Satellit war. Also Russland hatte auch immer seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol stehen. Das war auch einer der wichtigsten Gründe für die Krim-Annexion 2014. Also, das wirst du ja nicht leugnen. Aber warum muss man sie denn annektieren? Sie hatten ihre Flotte doch schon auch ohne die Annexion. Die stand ja nicht zur Disposition. Nein, aber Russland, die geostrategische Bedeutung der Krim, die war für Russland extrem groß. Ja, aber das ist doch kein Argument. Ach, weißt du, dann würde ich jetzt sagen, dann überfallen wir als Deutsche morgen Dschibuti. Das Horn von Afrika ist für uns strategisch mit dem Zugang zum Roten Meer extrem wichtig. Und dort liegt auch große deutsche Schiffe liegen auch dort. Und auch französische und britische Schiffe. Dann sollte die NATO, würde ich jetzt sagen, Dschibuti wird jetzt ein Satellit von Deutschland. Ist das dann okay? Das heißt, okay, das habe ich noch nie behauptet. Warum unterstellst du mir etwas, was ich nicht gesagt Naja, habe? ich meine nur, wenn man die als Argumentation nimmt, ist halt geopolitisch wichtig, wissen wir doch weiterhin, wer der Aggressor ist. Wer Völkerrecht Das ist gebrochen hat? egal. Das habe ich doch gerade erklärt. Das ist Ja. nicht der Punkt. Der Punkt Aha, ist, was ist dann der Punkt? wie kommen wir zu einem friedlichen Miteinander? Und da bin ich halt der Meinung, dass es besser wäre, mit Russland zu einem neuen Modus Vivendi zu kommen, erstmal einen Waffenstillstand in der Ukraine und dann eine Friedensordnung für ganz Osteuropa zu verhandeln.
und nicht Auf immer welcher aggressiver Basis? Russland auf die Pelle zu rücken. Also da sind wir Auf uns welcher wahrscheinlich Basis? alle einig, oder? Also wir sind, also Ja. keiner von uns ist jetzt dafür, dass noch mehr Leute sterben. Wir fänden es alle am besten, wenn jetzt gar nicht mehr geschossen würde, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Man muss nur gucken, wie man da am besten hinkommt und was man dafür zahlen muss, richtig? Es ist ja die Frage, wer zahlt den Preis? Soll jetzt die Ukraine den Preis dafür bezahlen? Na, machen sie ja gerade, ne? Die Ja, Ukraine die bezahlt Ukraine zahlt gerade den den Preis. Preis. Also man kann mit Russland sicherlich zu einem Modus, wie wenn die kommen, der ist ja sehr einfach. Sie sollen sich einfach zurückziehen aus der Ukraine und dann war's das. Ja, aber machen sie ja gerade Nein, nicht, das würde ne? Russland niemals tun. Das würde keine Weltmacht würde das so einfach tun, sich aus einem Gebiet, was sie gerade erobert hat, zurückzuziehen, ohne dass sie es müsste. Also die USA ziehen sich ja beispielsweise auch nicht aus Guantanamo zurück, was sie seit Jahrzehnten völkerrechtswidrig besetzt halten. Haben sie ja Also so selbst gemacht, einfach ist das glaube doch nicht. ich. Aber man macht ja, wenn zum Beispiel eine Ja, Geiselnahme Djibouti ist, aber nicht. bei einer Geiselnahme sagt man ja Nee. auch nicht einfach so, der Geiselnehmer, der hat gar nichts zu fordern und der kriegt jetzt einfach nichts, sondern da versucht man ja trotzdem auch immer irgendwie noch mit dem zu reden. Vielleicht kann man das als sowas Ähnliches in einer größeren Skala betrachten oder sehe ich das falsch? Aber will Putin denn überhaupt verhandeln? Ich habe bisher nur gehört, dass er sagt, nö. Nein, das ist falsch. Aha. Was Das ist heißt, denn sein aha, die Angebot? russische. Also Anerkennung der territorialen Realitäten, Demilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität. Also allein wenn man das schon hört, Entnazifizierung, das muss man sich mal geben. Dass ein Diktator, der mit Truppen, mit SS-Symbol in ein Land reinmarschiert, von Denazifizierung spricht. Und Demilitarisierung, also die Das kenne ich jetzt Ukraine noch nicht soll so also sehr jetzt nicht gemacht. nur, nachdem sie Atombomben abgegeben hat, soll sie komplett ohne Waffen da sein, damit beim nächsten Mal der Überfall auch funktioniert. Also das ist klassische Impeachment-Politik. Die kennen wir, dass die immer scheitert bei Despoten und so funktioniert das halt nicht. Wo waren die SS-Symbole? Weil die kenne ich noch nicht. Wie? Also die russischen Truppen haben SS-Symbole oder? Nein, Einheiten, die Ach, Wagner-Truppen putinerisch. meint er. Ah, Wagner, ja. okay. Ja gut, aber Und also als die andere integriert. Seite hat dann Azov. Also da kämpfen dann quasi Ja, Nazi-Truppen aber gegen Nazi-Truppen unter anderem, ne? so eine kleine Splittergruppe, die man dann hervorstilisiert, wo Bilder aus 2014 genommen werden, was heute überhaupt nicht der Fall ist, wo sogar Juden mit drin kämpfen, bei einem jüdischen Präsidenten, das ist schon sehr absurd, das ist halt klassische russische Propaganda, dass man sagt, das sind alles, das ist. Das seit Denazifizierung. Die Ukraine ist kein nationalsozialistischer Staat. Das ist halt einfach, Darum das sind geht es doch russische. gar nicht. Es geht um die Ja, doch, russische darum geht es. Sichtweise. Wenn so eine Nein. Forderung kommt, dann sieht man doch, dass sie nicht ernst gemeint ist. Wenn dann jemand Doch. sagt, ach, was ist denn daran ernst gemeint? Denazifizierung. Hat er zu viel Wodka gesoffen, als dass man so einen wirren Vorschlag macht? Also, dass man das Land auch noch, Also. de noch, dass man dem Land sagt, okay, wir machen Frieden, ihr gebt uns die Hälfte eures Territoriums, dafür müsst ihr alle Waffen abgeben, damit ihr wehrlos seid und wir entscheiden, wer Nazis ist. Also, das ist ja Nein, Unsinn. also Azov beispielsweise, die haben de facto das Gewaltmonopol um die Gegend Mariupol ausgeübt seit dem Bürgerkrieg 2014. Andere Geschichte. Das ist ein Punkt, der nicht so wichtig ist und der auch bei den russischen Forderungen nicht so wichtig ist. Am umstrittensten sind die Punkte, also Demilitarisierung und Entnazifizierung. Das sind zwei Punkte, die haben während den Friedensverhandlungen in Istanbul nicht die große Rolle gespielt. Die größte Rolle hat vor allem die Forderung der Neutralität gespielt. Und jetzt ist halt noch die Forderung der Anerkennung der territorialen Realitäten dazu gekommen. Aber kommen wir jetzt nochmal zur Forderung der Neutralität. Selbst der ukrainische Chefunterhändler hat mittlerweile bestätigt, dass die Ukraine, also dass Russland 2022 im Frühjahr bereit war, sich aus der Ukraine zurückzuziehen gegen das Zugeständnis der Neutralität. Das hat die Ukraine damals aber abgelehnt, auf westlichen Druck hin. Ja, und? Das ist doch ihre souveräne Haltung. Haben wir das jetzt so Nachdem zu der Westen Russland? Druck gemacht hat. Ach, der Ja, der Westen hat Westen hat. mitgemacht. Also, das halte ich alles für ein ziemlich weites Framing, was man sich dann gerne so setzt. Die Ukraine ist souverän und die Ukraine entscheidet schon noch selbst. Wir sollten hier nicht diese Arroganz besitzen, diese sogenannte westliche Arroganz, über ein Land hinweg zu entscheiden, was hier gerade um seine Existenz kämpft und wo täglich Menschen sterben. Wegen Russland, wegen Putin. Nicht Jetzt hör doch wegen, mal mit dieser nicht, ständigen nicht wegen, Moralisierung nicht auf. wegen, Das das bringt doch hat mit keinen weiter. Moralismus überhaupt nichts zu tun. Das wird die ganze Zeit gesagt, wir wollen alle Frieden, wir wollen alle Frieden. Der Frieden ist nichts wert, wenn die Freiheit nicht da ist. So ist das einfach. Was will man denn mit Ja, welche wertlosen Frieden? Freiheit? Ja, das Land will doch frei sein.
In der Ukraine, da werden Oppositionelle zu 15 Jahren ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie Frieden fordern. Was sind da Das die ist Verhältnisse? Da das fragt Wort man sich, was Aboutism. Freiheit kommt. Moment, Moment mal. Das ist Wort, erstmal ist das Wort Aboutism. Und wenn Leute Frieden fordern in diesem Kontext, wir sind während eines Krieges, das dann erklär mal genau, warum irgendwelche Leute ins Gefängnis geworfen werden. Meinst du jetzt Menschen, die sogenannte Oppositionelle, die auf der Seite Russlands stehen? Na, eben nicht auf der Seite Russlands, die Frieden wollen, die Frieden fordern. Also Ja. beispielsweise der Vorsitzende der Union der linken Kräfte der Ukraine, Maxim Goldab, der wird mit 15 Jahren Gefängnis bedroht. Unter diesem Bedroht. Vorwurf, was? Bedroht. Also er ist nicht im Gefängnis. Er ist noch nicht im Gefängnis, nee. Okay, schön. Eben hieß es, sie seien im Gefängnis. Und es gibt auch Menschen wie eine Sarah Wagenknecht, die dauernd Frieden fordert. Nehmen wir das ernst? Nehmen wir genauso wenig ernst. Ich glaube, Dieses Agitator nimmt die ernst. erinnert mich immer, die gesamte Zeit erinnert mich sowas wie solche Friedensforderungen, wie Menschen die ganze Zeit, ja, wir wollen einen Waffenstillstand in Gaza. Das ist genauso wirre Personen. Dahinter Aber stecken wollen wir ja nicht? meistens böse Absichten. Wollen wir keinen Waffenstillstand? Nicht unter den Bedingungen. Jetzt Wir haben ja lenkt noch man nicht vom Geiseln in Thema ab. Wir Gaza. waren gerade bei der Ukraine. Ja. Also ich will Aber überall Waffenstillstand, ehrlich gesagt. ja, Also, ich nicht. okay. Nö. Warum sollte ich Waffenstillstand mögen, wenn am Schluss der wichtigste Wert, die Freiheit, geopfert wird? Ja, aber wenn du halt erschossen wirst, dann bringt dir die Freiheit ja auch nichts mehr. Ja, aber die Freiheit ist für mich doch wertlos, wenn ich lebe unter Sklaverei und Knechtschaft. Ja, Dann doch schon. lieber Ich, erschießen. an sich kann man sagen, man will kein Leben führen, in dem man unfrei ist, aber also wenn du erschossen wirst, dann ist halt überhaupt gar kein Leben mehr da. Dann stellt sich die Ja, Frage, dann ist ob es halt Freiheit oder vorbei, nicht, ja gar ja. nicht mehr. Dann ist es halt vorbei, ja. Das ist, so ist halt das Risiko. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Das sagte schon Goethe in Faust 2. Ja, gut, aber es ist. Man wirft halt wieder durcheinander. Ob man jetzt einen Soldaten hat, der vielleicht sogar aus innerer Überzeugung gerne ins Militär geht, oder ob man halt einfach irgendwelche Leute zwingt, dass man sagt, so du bist ein 18-jähriger Mann, ran an die Waffe, los geht's oder sowas, oder dass irgendwie in jedem Krieg sterben auch Zivilisten, weil einfach eine Bombe auf irgendein Haus fällt und sowas. Und da würde ich mir halt wünschen, dass diese Bombe eben nicht fällt, dass es da einen Waffenstillstand Das gibt und wünscht sich einfach, jeder. Das ja. wünscht sich jeder, dass keine Bomben fallen. Aber du musst halt Realist sein. Dieses dauernd Frieden schaffen ohne Waffengeschwafel bringt halt keinem etwas. Es ist ein Strohmann. Das hat keiner behauptet. Es geht darum, dass wir einen, ja, Kompromissfrieden mit Russland schließen. Und die Bedingungen hatte ich eben aufgezählt. Und du hast gesagt, dass die Ukraine, dass das eine freie Entscheidung wäre. Das ist völliger Schwachsinn. Die Ukraine ist völlig abhängig von westlichen Krediten. Sie könnte sich nie gegen ihren Hauptkreditgeber politisch zur Wehr setzen. Die Ukraine ist dem Westen ökonomisch alleine völlig ausgeliefert. Wer ist jetzt genau der Westen? Du meinst die USA? Oder wer? Die USA, die EU, ja, vor allem die NATO-Staaten. Und deswegen sagen sie, wir wollen Krieg bis zum bitteren Ende. Wo sind dafür die Belege? Das beispielsweise Lindsey Graham, als er letztens in Kiew war, hat er doch gesagt, das ist das beste Geld, was wir jemals ausgegeben haben. Sein Argument war, in diesem Krieg, da sterben eben Ukrainer, es sterben Russen, aber es sterben keine US-Amerikaner. Also wie gesagt, das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben. Das ist auch was, was viele Aber aus das ist der ja kein Belegen. US-Administration immer wieder gesagt haben, dass sie diesen Krieg so lange weiterführen wollen, dass sie Russland hier eine solche Niederlage zufügen wollen, dass Russland eben nie wieder einen Krieg führen kann. Es geht in diesem Krieg nämlich darum, das westliche Monopol auf Angriffskriege zu verteidigen und nicht irgendwie die Freiheit der Ukraine oder so ein Aber Unsinn. das ist ja kein Beleg. Also wo ist jetzt genau das Beleg, dass die Ukraine darin so abhängig ist, dass sie nicht mehr entscheiden kann, also dass sie keine Das meinst Souveränität du? hat? Ja, Genau. das sieht man doch. Guck dir doch mal die Staatsverschuldung an. Also der Westen gibt der Ukraine aktuell Kredite, damit sie ihren Staat überhaupt noch aufrechterhalten kann in diesem Kriegszustand. Und die Ukraine wird von Tag zu Tag immer abhängiger vom Westen. Wenn sie ja sagt, ich bediene die Kredite nicht, dann sind sie halt pleite. Ja, aber dann haben sie halt keinen Krieg. Also ich sehe jetzt immer noch nicht, warum sie sich wegen ein paar Krediten, warum sie dann abhängig sein sollten. Ja, wenn sie die Kredite nicht bedienen, dann wird ihr Auslandsvermögen gepfändet und der Westen versucht das so einzutreiben. Also diese Wahl haben sie de Wie facto versucht gar der nicht. Westen es denn einzutreiben? Mit Krieg? Also dann hätten Was heißt Argentinien, ist mit ja auch Krieg? pleite Also wir gegangen. sehen doch bei Ländern wie Argentinien, dass deren Ja. Auslandsvermögen gepfändet wurde, als sie gesagt haben, so, wir bezahlen das nicht mehr. Ja, Oder kommt beziehungsweise wir vor. machen eine Umschuldung. Das Ja. sehen wir doch. Ja, und? Ja. Argentinien gibt es immer noch. Ja, das ist so keine Option. Ja, weil ja.
Argentinien hat dann aber unter einer konservativen Regierung später gesagt, wir zahlen diese Schulden zurück und hat sich damit in noch größere Abhängigkeiten begeben und ist jetzt komplett vom IWF abhängig. Also Ja, keine argentinische aber hat Regierung keinen kann Krieg. realistisch betrachtet eine Politik gegen den IWF machen. Nee, Ja, aber das heißt, in welchem ja. Krieg ist Argentinien aktuell, außer vielleicht Falklandinseln? Du hast das Beispiel Argentinien gerade Ja, habe gebracht. ich ja gebracht, genau, deswegen will ich ja wissen. Also, du sagst ja, Argentinien ist abhängig und das ist so dramatisch, aber die Ukraine hat eigentlich überhaupt gar keine Abhängigkeit offensichtlich in Bezug auf die Kriegsführung und einer Selbstverständlich hat einer sie da eine Friedenslösung. Abhängigkeit. Ja, warum denn? Also, wo? Was droht ihr denn, wenn sie jetzt Frieden mit Russland macht? Ja, dann könnte der Westen seine Unterstützungszahlungen entsprechend zurückfahren. Also Ja es war und? doch 2022 so, dass Boris Johnson nach Kiew gefahren hat und gesagt hat, er führt diesen Krieg weiter. Wir beliefern euch mit Waffen, bis ihr eure Ziele erreicht habt. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre die Ukraine schon 2022 bereit gewesen, einen Frieden mit Russland zu schließen. So zumindest der Nein, ukrainische nein, das. Chefunterhändler. Nein, das waren ja auch andere Interessen. Dann waren sie ohne die Waffenlieferung wäre die Ukraine jetzt Russland. Unsinn. 2022 gab Was es, wie denn? gesagt, die Möglichkeit eines kompletten Abzugs der russischen Truppen. Du argumentierst kontrafaktisch. Das, was du da gerade erzählst, ist von so vielen Personen, die an diesen Friedensgesprächen beteiligt waren, mittlerweile widerlegt. Aha. Darf ich eine Frage Ich will stellen? jetzt endlich mal die Quelle wissen, wo genau die Ukraine dermaßen abhängig ist. Also nicht souverän, also du sagst ja Das ist gerade die Quelle. Guck über dir die Staatsverschuldung an. Guck dir die die. Das ist Auslandsverschuldung an. Da irrelevant. brauchst du keine explizite Das sind Quelle. nur Zahlen. Das sind nur Zahlen, die sind Ist nicht irrelevant. irrelevant. Ich hätte eine Doch. Frage dazu. Die Länder bleiben ja bestehen. Nee, ich will jetzt wissen, wo die Abhängigkeit Okay. ist. Bisher habe ich keinen einzigen Beleg für die Abhängigkeit in Bezug auf die Souveränität bei der Kriegsführung gesehen. Es gibt keinen Beleg Also, dafür. Staatsverschuldung ist keine Abhängigkeit in diesem Kontext. doch, selbstverständlich, die Ukraine betreibt fast ihren gesamten Außenhandel mit westlichen Ländern. Also mit Russland betreibt sie nur logischerweise nicht mehr. Das war vor 2014 noch ein sehr großer Handelspartner. Und wenn die Ukraine weiter Außenhandel betreiben will, dann ist sie natürlich darauf angewiesen, sich gegenüber diesen westlichen Ländern folgsam zu verhalten. Sonst kann das, Warum? wie gesagt, sehr schwere ökonomische Folgen für sie haben. Ja, warum ein Land wie die Ukraine, von dem wir in weiten Teilen noch abhängig sind aufgrund der Welternährung mit den Kornkammern, warum sollten wir dann mit denen abbrechen, wenn wir so eine hohe Abhängigkeit von denen haben als Westen? Das heißt abhängig. Das Ackerland ist auch zu einem guten Teil schon in der Hand amerikanischer Agrarkonzerne. Also, Ja, wieso? Dann fliegen die halt raus. was ist Also jetzt mal dein ganz ehrlich, wenn Argument? der Westen bricht, dann fliegen die ja raus. Die werden sie vor die Tür gesetzt. Die ganzen ukrainischen Oligarchen, die haben ihr Vermögen im Westen. Also selbst Na Zelensky und? ist ja auf den Panama Papers aufgetaucht. Also, Ja und? Das ist doch nur Geld. Es geht doch jetzt hier um die na, aber das militärische wird dann enteignet, Abhängigkeit. wenn die ukrainische Regierung sich gegen Ja, dann ist stellt. es halt Also weg. dann wird das Auslandsvermögen kassiert. Aber bei Ja, dann Geld ist es weg. ist ja ein Unterschied, ob man einen Kredit vergibt oder ob man eine Schenkung oder eine Spende oder so gibt, ne? Weil wenn du einen Kredit hast, dann muss man den ja zurückzahlen und dann ist man ja mehr oder weniger abhängig, oder? Also wenn du jetzt bei der Bank einen Kredit aufnimmst, dann bist du ja abhängig von der Bank, oder? Und wenn ich pleite bin, dann zahle ich es nicht zurück. Dann bin ich insolvent und das Thema ist durch. Ja, aber du kannst ja nicht halt einfach hohe Schulden aufnehmen und dann einfach irgendwie nach einem Jahr sagen, kann ich nicht bezahlen, ist jetzt Doch, halt so, geht. sondern die werden ja schon ihre Mittel und Wege haben, dir das dann irgendwie. Das dann doch Nö, noch geht nicht. zurückzubekommen, oder? Nee, geht schon eigentlich. Schau doch UpRed an. Nein, aber das ist jetzt mal Ja, ein ganz gut, anderes Detail. Aber aber das sollte ja nicht irgendwie ein Plan nein, sein oder ich so, sehe nicht oder? die Abhängigkeit. Also ich sehe sie nicht. Ich sehe die militärische, also im Sinne der Souveränität, dass die Ukraine nicht entscheiden dürfte. Das würde ja bedeuten, dass Zelensky überhaupt nichts zu sagen hat. Geht doch Dann nicht haben gut, überhaupt die nicht. gar keinen Der Westen übt. Präsidenten. Ja, was Das meinst du, geht doch wie nicht viel hat er denn überhaupt zu nicht. sagen? Ist er jetzt der am meisten zu sagen hat oder steht der auch unter Druck von Ja, bestimmten Ländern? wer hat denn jetzt was zu sagen in der Ukraine? Offensichtlich kein Ukrainer. Also so ist die Behauptung. Ist sie überhaupt nicht, du unterstellst mir dauernd Sachen, die ich nie gesagt habe. Doch, Also die hast du doch gesagt. Du hast doch Souveränität der gesagt, es gibt Ukraine ist keinen Frieden. Die entsprechend ihrer Ukraine. finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt. Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts zu sagen hat. Ich habe gesagt, dass die Souveränität eingeschränkt ist, weil der Großteil des ukrainischen Staatshaushalts, weil der Großteil des ukrainischen Außenhandels zusammenbrechen würde, wenn der Westen eben seine Finanzierung einstellen würde. Wer da das Geld bezahlt, der bestimmt darüber, wo es lang geht. Aber die Wirtschaft ist doch eh schon im Arsch. Was soll sich denn daran ändern in einem Kriegsland?
Also, wer hindert denn die Ukraine daran, Frieden zu machen mit Russland? Ist es jetzt der Westen? Ja, natürlich. Ja, die ukrainische Regierung ist natürlich selbst natürlich auch dazu entschlossen, weiterzukämpfen. Da hat sie im Frühjahr 2022 geschwankt und da war es der Westen, der Druck gemacht hat, der sie schließlich zu dieser ja sehr harten, konfrontativen Position gebracht hat, die sie gerade hat und wo sie sich gerade festgefahren hat. Also wir sehen ja, dass das nicht weitergeht. Wir sehen, dass Hunderttausende Menschen sterben, aber sich an der Frontlinie nichts groß bewegt. Also wir sehen doch, dass dieser Krieg mehr oder weniger gescheitert ist, dass es letztlich nur einen Waffenstillstand geben kann. Aha. Aber ich seh immer noch nicht die Abhängigkeit. Also ich sehe sie nicht. Also die Behauptung mit irgendwelchen Schulden ist irrelevant. Also das begründet keine Abhängigkeit. Vielleicht gibt es Gut, einfach dass du ein das so Land, siehst. Also nein, vielleicht gibt es einfach ein Land, was nicht akzeptieren möchte, dass es überfallen wird. Das kann ja sein. deine Behauptung, deine These ist jetzt, ich will dir jetzt nichts Falsches unterstellen, aber deine These ist jetzt, wenn der Großteil eines Staatshaushaltes von einem Land, von anderen Mächten bezahlt wird, wenn die Armee mit den Waffen von anderen Mächten ausgerüstet ist, wenn ja, der Großteil des Außenhandels dieses Landes wahrscheinlich zusammenbrechen würde, wenn es sich mit diesen anderen Mächten verkrachen würde, dass dieses Land dann völlig frei entscheiden kann, was es tut. Das ist deine These gerade. Also Ja, ich denke, in dem angenommen, Konflikt auf Frieden, ja. In dem angenommen Konflikt auf Russland, Frieden. darf ich was fragen? Angenommen, Russland würde sich jetzt zurückziehen und rausgehen und die Ukraine hätte, ja gut, gewinnen kann man ja nicht sagen in so einem Fall, aber immerhin nicht verloren. Also würden dann vielleicht EU oder Amerika kommen und Ansprüche stellen und sagen, ey, passt mal auf, wer hat euch eigentlich geholfen damals? Jetzt im Gegenzug verlangen wir das, das, das? Oder also, wie würde ein Ende davon aussehen? Was meint ihr? Die haben ja wahrscheinlich Kredite bekommen, die sie zurückzahlen müssen. Also natürlich hat dann wirtschaftlich, wenn es um den Außenhandel geht, haben diese Länder eine Menge mitzureden. Aber die kommen jetzt da nicht an und stellen irgendwelche territorialen Ansprüche oder irgend sowas. Oder sagen, wir möchten jetzt das und das haben. Das halte ich für weit hergeholt. Sondern, also wie machen die das? Die sagen, ihr müsst uns irgendwie Geld geben oder wir dürfen unsere Firmen bei euch stationieren oder Es sowas? gibt da mit Sicherheit bilaterale Abkommen, wo beide was davon haben. Das ist halt Hm. Wirtschaft. Aber da ist dann ja vielleicht auch nicht mehr so die Freiheit, wenn die Also, ukrainische Firma ja, sagt, wir das. wollen jetzt hier gerne hin und dann sagt man, nee, ist schon reserviert für eine amerikanische oder sowas. Ja, das kommt immer drauf an. Natürlich, wer soll denn sonst dort die Geschäfte machen? Also mit Russland werden sie ja auf lange Hinsicht keine Geschäfte machen. Ja, eigene vielleicht, oder? Ja, das müssen sie dann entscheiden. Aber es ist halt. Halt wirklich, ist Dreh- und Angelpunkt ist immer noch die Behauptung, dass die Ukraine selbst nicht den Frieden entscheiden kann. Und das sehe ich ganz anders. Ich behaupte weiterhin, dass sie voll souverän darüber entscheiden kann. Die Folgen sind auf jeden Fall nicht so gravierend. Ich behaupte, dass sie eine eingeschränkte Souveränität hat. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass die ukrainische Regierung gar nichts mehr zu sagen hat. Das hast du mir ja vorhin unterstellt. Aber natürlich hat die auch einen eingeschränkten Verhandlungsspielraum. Ich meine, der Westen liefert ja auch die Waffen und dann kann die Ukraine entscheiden, inwieweit sie die einsetzt. Das ist ja auch die militärischen Entscheidungen liegen ja letztlich in der Ukraine, auch wenn der Westen da massiv unterstützt. Nun Ja, ja, jetzt ist ich es bin selbst aber der aus Meinung, dass wir westlicher ein bisschen Sicht zu wenig eben. unterstützt. Ich finde, man müsste viel mehr hinschicken. Ich finde, dieses Rauszögern finde ich ganz schrecklich. Meinst du denn, wenn man noch mehr Waffen schickt, dann hört es auf? Also ab wie viel militärischer Unterstützung könnten wir davon ausgehen, dass dieser Krieg Es kommt aufhört? darauf an, was für Waffen wir schicken. Also wir haben ja gesehen, dass hochmoderne Waffensysteme durchaus helfen, wie Luftabwehr oder auch wie Kampfjets. Also es bringt überhaupt nichts, dass wir denen irgendwelche Sturmgewehre schicken oder Helme. Das, Hm. Na, daran Helme waren scheitert ja es. ganz am Anfang nur, oder? Macht man Ja, das überhaupt noch, das ist alles oder? Quatsch. Nein, sie müssen sich so weit ordentlich verteidigen können, dass sich dieser Krieg auch für Russland nicht lohnt. Das ist Das halt ist das völlig Wichtige. unrealistisch. Also Aha, aktuell wieso denn? verbessert sich die russische Verhandlungsposition jeden Monat, einfach weil die Ukraine demografisch immer mehr ausblutet. Die Ukraine hat schlichtweg weniger Rekruten, die sie an der Front verheizen kann. Selbst das Ja. österreichische Bundeswehr hat mittlerweile in einer Analyse eingeräumt, dass die ukrainische Sommeroffensive gescheitert ist. Dass die Ukraine ein großrussisches Gebiet hat erobern können und ja, dass die militärischen Planungen der Ukraine gescheitert sind. Und dabei beruft es sich unter anderem auf Saluzhny, also dem Kommandierenden der ukrainischen Landstreitkräfte. Also wir sehen auch, dass es nicht mehr weitergeht. Und da muss man halt schauen, dass man Waffensysteme schickt, damit Russland daraus keine Vorteile zieht. Ja, das ist halt leider so.
Nee, man muss zu einem Frieden kommen, zu einem Ja, Kompromissfrieden. welcher? Nur welcher? Also eben hieß es ja, dass es die Ukraine wird es ja erstmal selbst erkennen können. Die wissen ja, wie die militärische Lage ist. Und wenn sie erkennen, dass sie da keine Chance haben, werden sie ja nicht so blöd sein und zu sagen, wir kämpfen jetzt einfach weiter. Ja, Selenskys Regime, das profitiert ja aktuell davon, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Ich Also finde das es ist eine übrigens auch extrem korrupte. schrecklich, einen demokratisch gewählten Präsidenten als Regime zu bezeichnen. Also er hat alle Wahlen bis auf Weiteres abgesagt und die linken Oppositionsparteien in der Ukraine verboten. Es Also nennt sich Krieg. ja. Das ist normal. Im Krieg finden keine Wahlen statt. In manchen Staaten finden auch im Krieg Wahlen statt, Ja, aber sehr erfahrene Staaten, wo sie dann vielleicht außerhalb den Krieg haben, aber üblicherweise finden dann keine Wahlen statt im Krieg. Also das ist keine Basis, um einen demokratisch gewählten Präsidenten eines demokratischen Landes mit als Regime zu bezeichnen. ja, definier doch mal Neutralregime. Ja, ein Regime ist etwas negativ Besetztes, wie zum Beispiel Staaten, in denen es keine freien Wahlen gibt oder nur manipulierte Wahlen, wie zum Beispiel die Türkei oder der Iran. Das sind Regime. Ja, also Staaten, die beispielsweise ihre Opposition verbieten, wie die Ukraine. Und in der Türkei, da könnte man jetzt ja auch sagen, okay, da herrscht Krieg. Was ist das für eine dämliche Argumentation, um zu sagen, wir können das jetzt nicht als Regime bezeichnen, Nein, weil nein, die sich nein. gerade im Krieg Ich befinden? habe Also eine die Türkei naive befindet sich gerade auch Frage. im Krieg. Ich habe eine naive Frage. Wir haben ja Meine diesen Meinung. Demokratieindex. Kann man das daran sehen? Also da stehen ja so Definitionen. Ich weiß nicht, wer den kennt, von The Economist. Okay, das ist jetzt ein bisschen leider rausgezoomt, aber meint ihr das vielleicht? Da gibt es ja auch so Definitionen, was eine Demokratie oder was ein Regime ist. Warte, ich versuche es ein bisschen hier besser einzublenden. Machen wir mal so vielleicht. Ja, hier, so funktioniert es. Also hier haben wir Länder, ne? Hier ist zum Beispiel Norwegen, ist Platz 1. Das ist hier vollständige Demokratie. Ihr kennt den beide, oder? Ja, nur oberflächlich. Okay, also jedenfalls, sie ist halt so eine. Wenn du mich jetzt fragen würdest, nenn mal ein Beispiel für eine gute Demokratie oder für ein Regime, dann ich glaube, ich hätte die auch ungefähr so sortiert. Also gute Demokratie würde ich sagen Schweiz. Ja, aber die Schweiz ist Platz 7, Ja, die nachdem. sind ganz oben. Vollständige Demokratie ist Platz 1 Norwegen. Also wir können uns wahrscheinlich einigen, Schweiz und Norwegen sind beides gute Demokratien, oder? Also hier steht vor der Schweiz sind Dänemark, Finnland, Schweden, Island, Neuseeland und Norwegen. Das sind ja eigentlich alles ganz nette Länder. Jedenfalls hier haben wir, wenn man hier mal guckt, Ukraine ist laut dem Ding ein Hybridregime. Also wären wir in der Mitte zwischen euch beiden, oder? Ich würde Also, nicht als Regime bezeichnen, leider. Okay. ich habe mich mit diesem Index jetzt nicht en detail auseinandergesetzt, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen, aber Also hier ist während bei solchen sowas Indizes, wo wie. so verschiedenste Dinge zusammengeworfen werden, sehr vorsichtig, ehrlich gesagt. Okay. Ich würd das eher als defizitäre Demokratie bezeichnen, nicht als Hybridregime. Also hier gibt es, also es gibt hier in dieser Sortierung gibt es vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie. Das wäre dann sowas wie Argentinien oder Brasilien. Dann gibt es hier Hybridregime, da wird die Ukraine einsortiert und dann gibt es autoritäres Regime, das ist dann hier sowas Kambodscha und Äthiopien und sowas. Also eher nicht vollständig, würde wahrscheinlich eher passen. Du würdest es ein Also bisschen nach oben sortieren, hier so Richtung ja, Serbien, Singapur und sowas. eher dort, ja. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Kriegssituationen. Ja. Und in der Kriegssituation wird Wo ist Deutschland Russland? in Russland Deutschland. ist übrigens autoritäres Regime, das ist hier ganz Ja, unten. das ist ganz unten, das ist Na, klar. also es sind noch ein Wenn paar Deutschland drunter, aber nicht mehr den viele. Kriegsfall hat, Also. wenn Deutschland den Kriegsfall hat, dann haben wir auch gewisse demokratische Mittel eingeschränkt. Dann gibt es sie halt auch nicht mehr bei uns. Also hier, ne, sowas wie Afghanistan ist ganz unten, Nordkorea und so, die sind noch unter Russland, aber Russland ist jetzt auch nicht besonders weit oben, ne? In einem Chat lacht jemand über defizitäre Demokratie. Entschuldigung, dass ich den wissenschaftlichen Fachbegriff genannt habe, so wie er in der Okay. Politikwissenschaft zitiert wird. Man kann sich darüber lustig machen über die Wissenschaft, aber das mache ich dann lieber nicht. Also wir sind ja auch alle eigentlich nur, also es gibt ja keinen Universalgelehrten mehr. Wir haben ja alle unsere Flecken, wo man vielleicht irgendwas nicht weiß und dann klingt irgendwas vielleicht erstmal albern, aber naja, vielleicht wenn man ein bisschen weniger urteilt über andere Ja Leute, klar, dann kann man. mein Fachgebiet ist auch eher der Nahe Osten. Okay. Aber ich befasse mich natürlich mit der ganzen Situation in der Ukraine auch aus eigenen Interessen, weil wir dort als Flüchtlingshelfer unterwegs sind. Ich glaube, Nahe Osten habt ihr auch nicht genau die gleiche Meinung, aber. Also, Agitator hat das, du hast dir das, glaube ich, erst vor kurzem angeguckt, das ganze Nahost-Thema, ne? Wenn ich auch nicht.
so tief drin wie in der Ukraine. Also Also, da würde ich jetzt, ja, da ja. brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Wir haben ja gerade über die Ukraine Du hast diskutiert. immer Michael Genau. Lüders Den Nahen zitiert, Osten glaube ich, zugreifen, aber. braucht man mindestens 10 Jahre. Okay, ja gut. Also ich würde mir da auch bei keinem von den beiden Kriegen anmaßen, das völlig zu verstehen. Aber ich habe das Gefühl, ich lerne vielleicht gerade ein bisschen. Ich finde es ganz interessant, eurem Gespräch zuzuhören, auch wenn es ein bisschen hitzig wird. Ich würde auch den Chat noch mal bitten. Wir haben da so ein bisschen zwei Lager. Also ein paar Leute sind auch einfach interessiert und beteiligen sich einfach so, aber hin und wieder wird auch mal die eine oder andere Seite eingenommen und die andere Seite dann abgewertet. Ich würde euch bitten, Ja, das ein bisschen das weniger zu passiert machen. dauernd. Das Ja. passiert dauernd, weil natürlich auch Menschen geprägt sind, oft durch Anti-Amerikanismus und deswegen auch sich nicht genug mit Putin und Russland befassen und darin vielleicht in irgendeiner Weise auch vielleicht autoritätsliebend so eine sexualdevote Haltung gerne einnehmen. Das sehe ich zumindest bei diesen ganzen Putin-Anhängern. Das ist schon fast sexuell in der Art und Weise, wie er verehrt wird. Was? Da hätte Freud wahrscheinlich seine große Freude daran, das mal zu analysieren. Wie würdest du denn Anti-Amerikanismus definieren? Bin ich anti-amerikanistisch oder Anti-Amerikaner oder also ab wo Nein, ist man das? sehe ich nicht. Aber wenn man den USA halt alles Mögliche vorwirft, was man anderen Ländern nicht vorwirft, dann sind das halt Doppelstandards, die unangenehm sind. Also wenn ich Afghanistan und Ukraine beides kritisiere, dann ist es nicht. Wenn ich sage Putin scheiße und George Bush auch scheiße und dann geht Das es. ist kein Anti-Amerikanismus, das Okay. sind beides zutreffende Aussagen. Gut. Also eigentlich könnte man die auch gemeinsam nach Den Haag stecken und dann in eine gemeinsame Auf jeden Fall, Knastzelle. auf Okay. jeden Fall. Okay. Also Du darüber hast gibt es gerade halt von mehr genug Putin-Freunden Diskussionen. gesprochen. Also welche Putin-Freunde würdest du denn in Deutschland sehen, also in der großen Politik? In der großen Politik, Sevim Dadelen, Sahra Wagenknecht, das sind für mich große Putin-Freunde. Was haben die denn gesagt, was so Putin-freundlich ist? Indem sie die klassische Putin-Propaganda eins zu eins wiedergeben und einen Anti-Amerikanismus an den Tag legen, der schon wirklich herausragend ist. Ich habe eine Zwischenfrage. Können wir Propaganda überhaupt zielsicher erkennen? Weil Wenn man Worte, Propaganda ist, man sagt ja, wenn dass man das. Worte eins zu eins übernimmt, schon. Und Aber man sagt doch, dass immer das Erste, was in einem Krieg stirbt, die Wahrheit ist und dass wahrscheinlich alle Seiten mächtige Propagandamittel haben. Das ist ja, inzwischen ist das ja eigentlich in jedem Krieg von beiden Seiten vorhanden. Also auf der USA- und Ukraine-Seite gibt es wahrscheinlich auch Propaganda, genauso wie es in Russland Propaganda gibt. Das ist Ja, ja. natürlich. Also, wie können wir das Also unterscheiden, was jetzt erstmal richtige Nachrichten sind und was Propaganda ist? Propaganda ist erst einmal ein Begriff, der übrigens nur in Deutschland negativ besetzt ist. Weltweit ansonsten ist es ein ganz neutraler Begriff. Ja, man kann es genauso gut PR nennen oder so, das meint wahrscheinlich das Genau. Gleiche, ne? PR wäre besser, weil wir sonst immer hier diesen leichten Klumpfuß mitschwingen haben, namens Goebbels. Und das ist der Nachteil in Deutschland. Also, wenn du Ja. mit einem Amerikaner über Propaganda redest, dann ist der ganz verwundert, wenn man dann so negativ darauf reagiert. Ja, aber woher können wir denn wissen, was Putin-Propaganda ist und ob wir nicht selber auch Opfer von anderer Propaganda sind vielleicht? Ja, wir haben klassische neutrale Medien oder objektive Medien. Das sind diverse Zeitungen, die journalistisch arbeiten, und wir haben PR-Sender. Und darunter muss man halt unterscheiden, wer journalistisch arbeitet und wer nicht journalistisch arbeitet. Wen Also würdest du zum da Beispiel reinsortieren? Russia Today zum Beispiel ist per Definition kein Journalismus, Okay. Aber sondern ist ein wer PR-Sender. ist das, wer nicht und wonach sortiere ich das? Anhand der Arbeitsweise. Also wenn man objektiv als Journalist arbeitet, dann hast du nicht ein Narrativ, was du dauernd streuen musst. Aber macht die Bild-Zeitung Journalismus oder ist das Propaganda? Also die Bild-Zeitung hat Kampagnen. Das ist per Definition, also ich sage es jetzt mal wissenschaftlich. Wissenschaftlich gesehen ist es Journalismus, aber es ist halt Kampagnenjournalismus. Das ist mal eine gewisse Art und Weise. Und im Bereich auch ihrer Politikredaktion, auch wenn die Bild-Zeitung im Bereich Unterhaltung und Show und Gossip so verrufen ist, im Bereich ihrer Politikredaktion ist sie schon verdammt gut in Deutschland. Sie gehört zu den krassesten journalistischen Redaktionen. Auch wenn man die Zeitung abwerten mag, von ihren Recherchen her kommen nur wenige bei ihr mit.
Du hast gerade davon gesprochen, dass Wagenknecht und Dardelin Putins Propagandanarrative verbreiten würden, aber kein Beispiel genannt. Hast du denn ein Beispiel? Was ist denn eins von Putins Propagandanarrativen? Zum Beispiel das Narrativ, dass die NATO Russland bedroht. Ich sehe das Also nicht. einfach, das ist der Realismus, das ist eine politikwissenschaftliche Denkschule, die sagt einfach, wenn Staaten mächtiger werden, dann sehen andere Staaten sie automatisch als Bedrohung. So also diese realistische Annahme, die ist schon Putins Propagandanarrativ. Ich finde das Propaganda, weil die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. In welchem Krieg hat die NATO denn angefangen hier in Europa bisher? Serbien 1999, als man die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo erreichen wollte. Weil sie und interveniert hat bei einem Völkermord. Welchen Völkermord? Also das Abschlachten von Muslimen dort unten gab es nicht. Doch, doch, da gab es definitiv Massaker, sowohl von der UÇK als auch von der serbischen Armee. Das Genau, bezweifle ich und nicht. da ist man Aber die dazwischen Behauptung, geraten. dass dort ein Völkermord geplant wäre, dafür gibt es keine Belege. Nö, wieso? Das sind die per Definition, dass die Merkmale eines Völkermords sind dort gegeben, vor allem auch mit der gewissen Vernichtungsabsicht, die ja grundlegend ist bei der Genoziddefinition. Behauptest also, 1999 wollte Serbien die albanische Bevölkerung im Kosovo, also die ethnisch albanische Bevölkerung, dort vernichten. Vernichten komplett, aber sie zumindest durch Massaker nachhaltig beschädigen. Und das reicht für Völkermord. Völkermord muss ja nicht bedeuten, dass man eine ganze Bevölkerung auslöscht. Also Hast du einen Beleg dafür, irgendeine Aussage von einem Srebrenica serbischen erfüllt in meinen Augen die Spitzenpolitiker? Merkmale des Oder Völkermords, ja. ja, hast du einen Beleg dafür? Die Merkmale des Völkermords. Nein, nicht für die Merkmale des Völkermords, dafür, dass es die serbische Regierung einen Plan dafür gehabt hat, zumindest einen Teil der ethnisch-albanischen Bevölkerung ja, zu vernichten. Also wenn der Internationale Gerichtshof es selbst als Völkermord einstuft, was widerspricht dem dann? Ja, aber hast du einen Beleg dafür? Für Ja, das, was im Kosovo. Massenhinrichtungen. Gut, wie gesagt, das wäre jetzt, bin ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so tief im Thema drin, aber deswegen frage ich dich, ob du da einen konkreten Beleg dafür Das sind hast. Es ist ja auch Massenerschießungen. Da ein großer beruft sich Altersunterschied zwischen euch, also ne? der Also Internationale Gerichtshof hat sich darauf berufen und hat gesagt, die Massenerschießung, das Massaker von Srebrenica wird als Völkermord eingestuft. Srebrenica war in Bosnien, das ist ein völlig Genau, anderer reden Krieg. Jugoslawien, aber du hast ja das Intervenieren. Du hast ja das Intervenieren Ne, der NATO. 1999 Jugoslawien, reden wir. und das ist Das der Gesamtkomplex Jugoslawienkrieg. Nee, das ist kein Gesamtkomplex. Du vermischst hier gerade zwei Kriege, die wenig miteinander zu tun haben. Das hatte ich nämlich schon befürchtet bei deiner Argumentation. Und im Kosovo? Du meinst den Kosovo-Krieg, meinst du? Ich meine den Kosovo-Krieg, ich meine nicht den Bosnienkrieg. Okay, warum hat die NATO interveniert? Ja, um ein Gebiet aus Serbien herauszuschlagen und ja, halt so ein Gebiet zu haben, wo man NATO-Truppen stationieren kann. Also Also um Serbien Territorium zu nicht wegen der klauen. Kriegsverbrechen? Nee, das war ein Eroberungskrieg. Ein Eroberungskrieg bedeutet aber nicht, dass man Kriegsverbrechen begehen muss. Ja. Ja, ist so. Kriegsverbrechen sind doch nicht die Grundlage eines Eroberungskriegs, zivile Gebäude anzugreifen. Das hat die NATO ja gemacht. Was ist jetzt dein Argument? Nein, nein, ich rede hier von UÇK und Co. Ja, aber nochmal, was ist jetzt dein Argument? Also, nach meiner Argumentation hat die NATO interveniert, auch aufgrund der diversen Kriegsverbrechen dort. Du hast es damals noch live mitbekommen, Aber oder? Du das ist bist ja völkerrechtswidrig, Ja, ich habe das. keine Ich, Rechtfertigung. also, das Völker. heißt, ich habe, da war ich relativ jung. Ich glaube, wie alt war ich da? 16 oder so. Ja, gut, aber guck mal, Agitator gab es ja noch gar nicht. Der war da noch gar nicht geboren. Deswegen habt ihr vielleicht auch noch einen anderen Blick darauf. Also, ich erinnere mich auch noch aus meiner Jugend oder Kindheit, dass manchmal irgendwie Milosevic im Fernsehen war und sowas. Dann hat man vielleicht einen anderen Blick darauf, als wenn man das so hinterher erst sich alles drauf schafft oder dazu was liest, als wenn man, ne, direkt während es passiert schon Berichte darüber hört.
Aber ja, redet ruhig weiter. Ich finde es interessant. Ja, Ich wollte man, es nochmal so, einwerfen, wir dass Deutschen hier. haben uns ja daran beteiligt. Und es ging ja auch darum, also man hat ja im Kosovo unter anderem die albanische Bevölkerung gestützt. Das hat ja einen gewissen Grund. Und wenn die NATO dort reingeht, ohne dass man sie dort haben möchte, und warum wurden dann gerade die Deutschen dort so gefeiert von der Bevölkerung? Ja, das ist ja jetzt ein sehr seltsames Argument. Also Nein, nein, in der es geht hier Ostukraine, da um unseren benutzt Krieg zu Russland genau beenden. den gleichen Vorwand. Nein, In der nein, man hat ja den Ostukraine, Krieg da beendet. rechtfertigt Russland seine Intervention mit genau den gleichen Vorwänden, die du gerade in Bezug auf den Kosovo bringst. Das zeigt, dass da Nee, auch keine wo? Konsistenz in deiner Nein, Argumentation ist. nein, ich sehe bei dir die Konsistenz nicht, weil du ja das als Beispiel nimmst und dann sagst, es sei ein Angriffskrieg gewesen. Es ist kein Angriffskrieg, es ist aber eine Intervention. Selbstverständlich war das ein Angriffskrieg. Das ist verboten laut Völkerrecht. Man darf doch nicht in einem Gebiet einmarschieren mit dem vorgeblichen Willen der dort lebenden Bevölkerung. Also nach der Logik wäre ja auch die Krim-Annexion Okay. 2014 nicht völkerrechtswidrig gewesen. Das ist doch völliger Quatsch. Okay, also gab es, haben die Serben sich, die Albaner dort gut behandelt? Wir sind dort Nein, reingegangen, um das einen habe ich Krieg nicht beizutreten. behauptet. Aha, okay. Das habe ich nicht behauptet. Ja, Aber ich will das nur wissen. was Also, du dort gerade argumentierst mit dem Massaker von Srebrenica, der mit ich diesem sage, Krieg man nichts geht dort zu tun rein hat, als NATO, das passt um die nicht albanische zusammen. Bevölkerung zu schützen, und du sagst, das ist völkerrechtswidrig. Es war auch völkerrechtswidrig. Wer sagt das? Diese Responsibility to Protect Einsätze, diese Responsibility to Protect Einsätze, das war ein Und Mittel, mit dem man das wo im Nachhinein sprechen wir, dass es gerechtfertigt hat, ein völkerrechtswidrig Mittel war? zur Aufweichung des Völkerrechts. Und wo ist das beschrieben, genau? Dass das völkerrechtswidrig ist, bei Kriegsverbrechen einzugreifen? Es gibt ein Gewaltverbot. Es gibt ein UN-Gewaltverbot. Es gibt auch ein Wieso ein Gewaltverbot? Also UN-Folterverbot, hält sich ja auch keiner dran, oder? Also, ja. man darf keine Gewalt einsetzen, wenn man sieht, es gibt dort Kriegsverbrechen. Man darf auch nicht die territoriale Integrität anderer Staaten verletzen. Genau das hat die NATO dort gemacht. Ja, aber du musst doch die Rechtsmittel abwägen. Also auf der einen Seite haben wir Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auf der anderen Seite haben wir die Souveränität eines Staates. Was ist höher zu Ja, aber bewerten? die NATO hat doch auch Verbrechen gegen die Menschen, Kriegsverbrechen begangen, zumindest im Serbienkrieg. Sie hat doch die zivile Infrastruktur Ja, dort in Schutt und das ist Asche jetzt gelegt. Whataboutism, jetzt auch. Ja, aber sag es mal. Das ist kein Whataboutism. Du kannst doch nicht sagen, wir begehen jetzt Kriegsverbrechen Nein, und sag mir das doch mal. rechtfertigen wir Also, du mit hast eben Kriegsverbrechen, gesagt, die es vorher ist begangen völlig wurden. richtig. Nein, nein, lenk nicht ab, bitte. Du hast gesagt, Nee, es ich ist nicht lenke nicht ab. gerechtfertigt. Also, Doch, du wenn die lenkst NATO ab. Kriegsverbrechen begründet, mit Nein, Kriegsverbrechen, die nein, vorher darum begangen geht es waren. nicht. Wir reden nicht davon. Wir reden davon, Doch. ob die Intervention gerechtfertigt war aufgrund der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie gesagt, das ist eine Frage, die müssen letztlich Völkerrechtler klären. Du hast da Ja, da haben Sie wahrscheinlich mehr geklärt, Ahnung von als deswegen. ich, aber Das haben Sie geklärt, deswegen. Sie nee, sind. haben sie eben nicht geklärt. Doch, doch, Also natürlich. das ist Unsinn, da gibt es immer noch eine Debatte. Das ist so völliger Ach, Unsinn. immer noch eine Debatte. Also, So einfach, wie du es es gerade werden darstellst, debattiert. ist es schlicht und ergreifend nicht. Aha. Ich glaube, wir kommen an der Stelle auch nicht mehr groß weiter. Also, bevor wir hier noch über weitere Kriege aus der Vergangenheit diskutieren oder. Wäre es, glaube ich, besser, zur Also Ukraine zurückzukommen? Ich meine, das war ich ja sehe der die Punkt, den wir NATO hier in bekommen dem sollten. Kontext nicht als Aggression. Ja, dann nimm den Krieg in Afghanistan, wo die NATO in Afghanistan einmarschiert ist 2001. Waren das die USA oder war das die NATO? Die USA haben den NATO-Verteidigungsfall ausgerufen und dann Operation Enduring Freedom mit anderen NATO-Ländern zusammen Afghanistan Ja, überfallen. weil die USA angegriffen worden sind, durch Von Osama bin Al-Qaida, Laden. nicht von Taliban. Genau, unterstützt durch die Taliban und versteckt war Osama Nicht bin Laden. unterstützt. Natürlich waren die unterstützt. Hast du irgendwelche Belege dafür? Ja, wo war er denn? Er hat sich doch in Afghanistan versteckt. Weiß man das inzwischen? Weil er Ja, getötet wurde, genau. er Die ja am USA Ende in waren auch über. Pakistan, oder? Also Ja, da. das ist ja Grenzgebiet. Wenn man dann rüber, er war ja mal in der Grenzregion immer unterwegs. Okay, also er war da 20 Jahre, ist er da zwischen Pakistan und Ja, und nur Afghanistan immer hin und her gegangen dass und der dann Krieg hat. am Ende am Schluss beschissen geführt wurde, ja, das haben dann die USA versaut. In den deutschen Nicht Gebieten im lief es Schluss, das war einigermaßen ja von gut. Anfang an ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Du kannst doch nicht, weil ein Staatsbürger aus einem anderen Staat dein Land angegriffen hat, sagen, okay, jetzt überfalle ich den Staat. Also, Das ist das ja nicht ein passt Staat, ja das ist vorne eine und hinten nicht. Organisation, die unterstützt wird. Zumal Osama bin Laden Staatsbürger in Saudi-Arabien war, wie die meisten anderen Attentäter des 11. September, und sich in Afghanistan zu dem Zeitpunkt nur aufhielt und die Taliban mit den USA vorher über eine Auslieferung verhandelt hatten.
Diese Auslieferung ist nicht zustande gekommen, unter anderem, weil die USA an völkerrechtswidrig Angriffe auf ja, afghanisches Staatsgebiet geflogen hatten, auf Taliban-Stellungen vorher. Und haben die Taliban Verstecke geboten den Al-Qaida-Terroristen? Ja, aber sie haben mit den USA eben über eine Auslieferung verhandelt vorher. Die USA waren zu Verhandlungen nicht bereit, sondern sie sind dort einfach einmarschiert. Was behauptest du jetzt, dass die dazu nicht bereit waren? Also die Taliban waren zu Verhandlungen bereit, die USA haben Bomben geworfen. Das Das war die behaupten die Situation Taliban. 2001. Das behaupten die Taliban. Ein Verbrecherregime. Ja, sehr großartig. Ein Verbrecherregime. Ach Ja. so, ach so. Regierungen, die dem Ja. Westen feindlich gesonnen sind, die haben natürlich nie recht, aber der Westen hat immer recht. Das ist ein sehr Ach so, komplexes Weltbild, was du hast. nur weil sie dem Westen feindlich gesonnen sind, okay, Menschen von Hausdächern werfen, weil sie homosexuell sind, Frauen steinigen, weil sie sich nicht ganz nicht bedecken. Gott, jetzt hör doch mal auf, schon wieder moralisch zu Nein, das argumentieren. ist Ja, nicht wahr. rastet Das gerade ist wieder auch ein wieder bisschen super aus, irrelevant. ne? Du sagst, dass man, oh, sie sind dem Westen nicht wohlgesonnen. Das sind faschistische Regime, mein Freund, die tagtäglich Menschen verbrechen, die die Menschlichkeit begehen. Und du sagst, ja, die sind dem Westen nicht wohlgesonnen. Fang doch mal an, diesen Kulturrelativismus hier abzulegen. Man könnte das vielleicht vergleichen Ein mit. Kulturrelativismus. Ich bewerte es im Gegensatz zu dir nicht moralisch. Du setzt da gleich wieder irgendeine moralische Bewertung Natürlich rein, setzt um sich da die Moral an. irgendwie. Darum geht es ja. Es geht darum, ob die universellen Menschenrechte gelten oder nicht. Offensichtlich für dieses Regime nicht. Aber wir können uns ja einigen, dass Ja, die. aber für das westliche Regime in Afghanistan eben auch nicht. Können wir uns Ja, einigen, natürlich. dass In einem gewissen mehrere. Sinne schon. Okay. Ich hab zumindest bisher keine Homosexuellen gesehen, die von irgendeinem Hochhaus in Denver geworfen werden. Aber es Ja, gibt. aber jeder, Ja, in wem aber. aber in Afghanistan? Achso, die Beginner sind doch Amerikaner alle in werfen dort Afghanistan. Homosexuelle von Hochhäusern in Afghanistan. Ist okay. Nein, Nein, jetzt hör doch mal mit nein, deinen komischen nein, Homosexuellen sorry. Das auf. ist Meine einfach Güte, jetzt hat das wieder mit dieses dem Morden zu reden. Dauernrelativieren des Also, Menschen, dass diese jeweiligen das ist Staaten unglaublich. gleichwertig sind. Das ist so unangenehm. Das ist so abfern von jeder Realität. Kann ich Dann schau kurz erst intervenieren? dich mal, wie diese Regime funktionieren oder wie diese Ideologie funktioniert. Hast du dich jemals damit befasst? Warst du jemals dort? Ich glaube, ihr habt Hast einen du völlig jemals mal anderen Zugang nachgedacht? Also dazu. Ihr das ist meint doch, was du kannst doch nicht anderes, oder? tausend verschiedene Regierungsformen überall auf der Welt unter diesem bösen Begriff Regime zusammenfassen und Doch, das dann moralisch ich kann sie verurteilen und sehr wohl sagen, einstufen. dagegen steht der freie Westen als Ich kann Leuchtturm. Also sie das ist doch. einstufen, ob sie die universellen Menschenrechte anerkennen oder ob sie die universellen Menschenrechte nicht anerkennen. Und die Taliban erkennen sie nicht an. Ja, aber das westliche Regime, was da vorher an der Macht war. Also einer der Warlords, der für dieses Regime gekämpft hat, der hat kurz nach seinem Sieg, Abdulrashid Dostum hieß der, 3000 Gefangene in Stahlbehältern in der Wüste verrecken Ja, was hat lassen. der Der wusste, dass Rotterbottisten jetzt universelle damit zu tun? Menschenrechte, was du da gerade beschreibst. Deswegen dürfen die das jetzt auch. Deswegen nennt man das jetzt, weil irgendwelche Mudschahidin auch Verbrechen begangen haben. Ich glaube, kann ich kurz Ja, einhaken? pro-westliche Milizen, die mit dem Westen Okay, kann zusammen ich die nicht. Taliban beseitigt haben. Davon reden wir hier gerade. Noch, du kannst, sorry. Also ich finde es halt interessant, wie verschiedene Staaten, die Schurken Sachen machen, wo wir uns einigen Also können, dass das nicht in Ordnung ist, wie unterschiedlich die behandelt werden. Also dass Nein, man. das ist es ja. Ich Ja, warte, ich sehe glaube, was der die gleiche Agitator meint. Diskussion. Darf ich Ich sehe die kurz? gleiche Diskussion auch bald kommen, wenn der Iran angegriffen wird. Da werden auch wieder die ganzen Leute ankommen. Oh, das ist ein böser Angriffskrieg. Ja, aber warte mal, also wir können uns ja einigen, dass es das nicht in Ordnung ist, Schwule vom Dach zu werfen, Frauen steinigen und so, finden wir alles nicht in Ordnung. Aber es ist ja doch interessant, dass man gleichzeitig das beim Iran oder bei Afghanistan zu Recht verteufelt, aber in Katar oder Saudi-Arabien kann man dann halt irgendwie Das ist mal doch ein Iran. Fußball-WM machen und irgendwie Das, genau. Olympia und so und mit denen nett verhandeln und sagen, das ist ein Verbündeter, die sind in Ordnung. Eigentlich müsste man ja sagen, die sind alle zu verurteilen. Gerade Katar ist zu verurteilen. Katar als der Hauptförderer des Terrorismus in der Welt. Ja, und dass wir mit denen irgendwie gerade nett verhandeln und irgendwelche Events mit denen gemeinsam veranstalten, Ja, könnte man auch das ist ein sagen, Skandal. geht nicht. Das ist ein handfester Skandal. Katar hat den IS maßgeblich aufgebaut, gemeinsam mit der Türkei. Und mit den Leuten sitzen wir jetzt am Tisch. Wer finanziert aktuell die Hamas im Gazastreifen? Das sind zwei Staaten. Das ist der Iran und das ist Katar. Ich glaube aber, das ist halt der Grund dafür, dass der Agitator den Frieden nicht so ganz traut, wenn es darum geht, dass man sagt, wir greifen die an, weil die das und das machen, weil andere machen das halt auch und mit denen, die greift man nicht an, ne? Das ist, oder mit denen, die sind sogar Ja, Verbündete. manchmal ist es dann das kleinere Übel. Das ist das Schlimme, dass man in der Außenpolitik das kleinere Übel nimmt oder die sogenannte Hurensohn-Doktrin So anwendet. heißt das? Oder Ja, nennst du ja. das so? Sogenanntes Son of
Nein, das ist politikwissenschaftlicher Fachbegriff. Also das ist der einzige Bereich, wo man der Wissenschaft Hurensohn sagen darf. Das ist die Son of the Bitch Policy. Okay. Das heißt, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? Dass er deswegen das in Frage stellt, dass man. Oder ich weiß nicht, ich dachte, ich kann das ein bisschen erklären. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder Ja. siehst du es anders? Ja. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das Problem ist natürlich, dass man da nicht, dass man allgemein doppelte Standards anlegt. Das ist das allgemeine Problem, auch unserer Außenpolitik. Ja.